Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bedanke mich ganz herzlich bei den Linken für diesen Antrag, weil er mir die Gelegenheit gibt, Herr Kollege Zebel, so ein paar Sachverhalte und auch Unklarheiten klarzustellen. Zunächst zum Titel Ihres Antrages: Risikoreaktoren abschalten, Atomausstieg in Europa beschleunigen. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, da war der Wunschvater des Gedanken. Wir müssen zur Kenntnis nehmen und haben das ja auch in dem Fachgespräch des Umweltausschusses in dieser Woche festgestellt, dass wir in Europa im Moment 4 Kernkraftwerke in Planung, aktuell im Bau weitere 30 in Planung haben. Insofern können wir davon ausgehen, dass der deutsche Weg im Moment nach wie vor ein Sonderweg ist. Ich hoffe, dass er gelingt, werde mich sehr dafür einsetzen, meine Fraktion tut das. Aber der größte Indikator dafür, dass Europa mitmacht, wird sein, ob die Energiewende gelingt oder nicht, und nicht, ob wir die Europäer dazu zwingen, unserem Weg zu folgen. Insofern zu Ihrer Forderung und zum Antrag, aus dem Euratom-Vertrag auszusteigen, ihn zu kündigen. Um das klarzustellen für unsere Fraktion, das kommt für uns nicht in Frage. Der Euratom-Vertrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eben Teil der römischen Verträge von 1957 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften. Eine einseitige Aufkündigung des Euratom-Vertrages, das initiiert ja Ihr Antrag, käme einem Austritt aus der Europäischen Union gleich. Andere europäische Länder zu bewegen, aus der Kernenergie auszusteigen, ohne selbst EU-Mitglied zu sein, diese Forderung erscheint mir nicht wirklich schlüssig. Stattdessen würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Und da sind wir uns ja völlig einig, dass wir Europa dazu bringen wollen, andere Sicherheitsstandards zu akzeptieren. Wir würden uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir uns aus dem Euratom verabschieden und damit nicht mehr die Möglichkeit hätten, auch auf europäischer Ebene darauf hinzuwirken, dass höhere Sicherheitsstandards angewendet werden. Ihre öffentlichen Äußerungen zu Vorfällen in den europäischen Kernkraftwerken halte ich ehrlich gesagt für ziemlich unverantwortlich. Würde man allein Ihren Ausführungen jetzt gerade oder auch in den letzten Wochen und Monaten folgen, dann stünde der sogenannte Super-GAU, wie Sie ihn beschreiben, in mehreren deutschen Nachbarstaaten kurz bevor. Ich kann nur an Sie appellieren, lassen Sie uns das Thema ernsthaft und sorgfältig diskutieren, aber bitte keine Panikmache auf Grundlage falscher Behauptungen. Und um Ihre irreführende Argumentation einmal zu entlarven, möchte ich beispielhaft die Ereignisse, Herr Kollege Krischer, im Kernkraftwerk Fessenheim vom 9. April 2014 eingehen, den Sie ja als einen wahnsinnigen Skandal beschreiben. Sie schreiben in Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, dass es sich um einen vertuschten Störfall von Schrottreaktoren handelt, bei dem die französische Atomaufsichtsbehörde beide Augen zugedrückt habe. Ich stelle einmal zu Beginn fest, es gab weder einen vertuschten Störfall, noch gab es einen schweren Störfall. Das Kernkraftwerk Fessenheim, und jetzt ein bisschen was zur Technik, umfasst neben dem Reaktorgebäude auch ein separates Schaltanlagengebäude. Dort befinden sich sämtliche Schalt- und Regelanlagen zum Betrieb des Reaktors. Das an sich ist nichts Neues, sondern üblicher Standard bei unseren Kernkraftwerken und auch denen in Europa. Zu diesem Schaltanlagengebäude gehört auch das Reaktorschnellabschaltsystem, mit dem im Anforderungsfall und nur im Anforderungsfall der Reaktor heruntergefahren werden kann. Dieses Reaktorschnellabschaltsystem gehört zu den sogenannten Sicherheitssystemen und ist genau aus diesem Grund redundant, also doppelt ausgelegt. Neben diesen sicherheitsgerichteten Systemen gibt es aber weitere betriebliche Systeme, mit denen wir Reaktoren steuern und herunterfahren. Dazu, und das ist eben nicht die Neuigkeit, gehört gerade und insbesondere die Borsäure. In jedem deutschen Druckwasserreaktor wird Borsäure eingesetzt. Ganz einfach deswegen, Frau Kollegin Kotting-Uhl, um die Überschussaktivität, die anfällt, wenn Sie neue Brennelemente einsetzen, abzufangen. Das ist bei Siedewasserreaktoren anders, da wird über Brennstäbe gesteuert, bei den Druckwasserreaktoren nicht. Ich möchte noch einmal festhalten für Sie, in jedem Druckwasserreaktor befindet sich Borsäure. Mindestens einmal jährlich wird jeder deutsche Druckwasserreaktor zu Revisionszwecken abgeschaltet durch die Zugabe von Bor, selbstverständlich, und nicht über die Abschaltung über die Brennelemente. Die Verwendung von Bor ist eben nicht ungewöhnlich, sondern ein ganz normaler betrieblicher Vorgang, nicht nur in deutschen Druckwasserreaktoren. Was ist nun im April 2014 in Fessenheim passiert? Ein Kühlwassertank ist übergelaufen. Das Wasser hat einen Schaltschrank erreicht und hat ein Reaktorschnellabschaltsystem außer Betrieb gesetzt. Das zweite Reaktorschnellabschaltsystem war zu jedem Zeitpunkt einsatzbereit. Da aber kein Anforderungsfall vorlag für die Betriebsmannschaft,
Weil der Betrieb des Reaktors ja völlig normal weiterlief, bestand überhaupt gar keine Notwendigkeit, auf die Schnellabschaltung zurückzugreifen, sondern man hat sich an das Betriebshandbuch gewandt, das sagt, bitte bei Störfall der Klasse 1 binnen 8 Stunden Druckwasserreaktoren durch die Zugabe von Bohr herunterzufahren. Die französische Atomaufsichtsbehörde wurde noch am selben Tag informiert und machte sich am nächsten Tag ein Bild von der Lage vor Ort. Sämtliche Untersuchungsergebnisse wurden unmittelbar veröffentlicht. Und nun zum Vorwurf der Opposition. Wir hatten das ja auch im Umweltausschuss in dieser Woche, dass die Zugabe von Bohr nicht veröffentlicht wurde. Insbesondere, Frau Kotting-Uhl, an Sie und an die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie scheinen Ihre eigenen Anfragen in den Landtagen nicht zu kennen. Schon im Dezember 2014 hat die Grüne Landtagsfraktion in Baden-Württemberg den grünen Umweltminister Untersteller ebenfalls zu diesem Vorfall befragt. Ergebnis der Anfrage war, dass alle relevanten Informationen zum Ereignis in Fessenheim veröffentlicht wurden, inklusive der Verwendung von Bohr. Ich stelle Ihnen die Anfrage gerne zur Verfügung, damit Sie das auch überprüfen können. Ich bitte insofern alle, die wir hier sitzen, bei diesem sehr ernsthaften Thema sachlich und faktenbezogen zu diskutieren, keine Hysterie zu schüren und Unsicherheit zu produzieren. Und dieser Seitenschwenk sei mir erlaubt, wenn kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein solcher angeblicher Störfall mit der angeblichen Neuigkeit, dass es sich um Bohrsäure gehandelt hat, mit dem der Reaktor abgeschaltet wurde. Wenn das kurz vor der Landtagswahl öffentlich wird, dann steht zumindest der Verdacht nahe, dass hier ein bisschen Wahlkampfhilfe auch geleistet wurde. Die Fakten besagen, dass es sich um eine umgehend öffentlich kommunizierte Störung der Stufe 1 nach der insgesamt 7-stufigen internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse handelt. Die Definition dazu heißt, Abweichung vom normalen Betrieb der Anlage, Nichtbehebung der Problemquelle, könne allenfalls zu einem höherstufigen Folgeereignis führen. Es handelt sich bei dem Unfall in Fessenheim folglich nicht um eine beinahe Katastrophe, so wie das hier gerne dargestellt wird, sondern lediglich um ein nicht zu unterschätzendes, aber meldepflichtiges Ereignis der zweitniedrigsten Kategorie. Angesichts dieser Einordnung der Vorfälle liegt natürlich der Verdacht nahe, das habe ich gerade gesagt, dass es sich hier um eine Hilfe für die Grünen im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg handelt, das ich nicht so richtig hilfreich finde. Jetzt zu den einzelnen Forderungen in Ihrem Antrag einmal exemplarisch. Sie fordern, das französische Atomkraftwerk in Cattenom stillzulegen. Dazu durften wir ja von Ihrem ideologischen Vordenker Oskar Lafontaine in dieser Woche den geistreichen Vorschlag vernehmen, dass wir mit deutschen Steuergeldern einen Fonds einrichten, um das französische Atomkraftwerk abzuschalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, die Bankenrettung kritisieren, aber die Betreiber von ausländischen Kernkraftwerken für die Stilllegung von Kernkraftwerken großzügig zu bezahlen, ich würde mal sagen, das nennen wir mal Doppelmoral. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu Ihrer Forderung nach öffentlicher Verfügbarkeit sämtlicher sicherheitsrelevanter Unterlagen der Atomkraftwerke. Um das noch einmal zu sagen, ich halte diese Forderung für mehr als leichtsinnig. Ich habe schon einmal den Vergleich gewählt. Einem Panzerknacker geben Sie als Bankdirektor doch auch nicht die Baupläne Ihres Tresors. Ich glaube, Ihr Problem ist als staatsgläubige Partei, dass Sie kein Vertrauen in die deutschen Behörden haben. Wir schon, das ist der Unterschied. So, und nun eine ganz kurze abschließende Klarstellung zum Thema Urenco und Gronau. Das ist ja ein Thema, das Sie immer wieder auch hochbringen. Eine ganz kurze Feststellung. Erstens, beide Unternehmen haben eine gültige Betriebsgenehmigung. Zweitens, wir steigen zwar aus der Kernenergie aus als Stromerzeugungsquelle, das heißt aber nicht, dass wir ebenso aus der Forschung aussteigen oder es Unternehmen verbieten, Brennelemente zu produzieren. Sie wissen, dass eine Stilllegung beider Unternehmen nicht zur Folge hätte, dass andere Kernkraftwerke abgeschaltet würden, weil die Kernkraftwerke redundant verseucht werden mit Brennelemente. Abschließend möchte ich noch einmal meine Enttäuschung über Ihren Antrag zum Ausdruck bringen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte erwartet, nach 2 Jahren Kommissionsarbeit, dass wir ernsthaft und faktenbasiert diskutieren können. Ihr Antrag ist kein Beitrag dazu. Insofern müssen wir ihn leider ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kollegen. Die nächste Rednerin ist Silvia Kotting-Uhl von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.